Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ich muss jetzt wieder lauter reden. Jetzt haben wir die Buggy-Schaubers weg. Jetzt ist Konishi gerade die Koi hier am Füttern. Ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Ich bin gestört. Ich kriege gerade Hunger von den Essgeräuschen der Koi. Aber der Tim nickt. Was hast du mal? Ano, sono karashi no taberu oto kara. Ano, onaka ga sukimasu. Sono shinji dare nai, ne? Anata mo? So, ne? Also er sagt, er lacht und sagt, er kriegt keinen Hunger davon, aber nur, weil er kurz bevor wir hier angefangen haben, ist er noch in 7-Eleven gefahren, hat sich einen Onigiri gekauft. Das sind diese dreieckigen Reisteile mit einer Überraschung drin und außen noch so Algentang. Aber jetzt wird es hier so langsam echt 3D-mäßig, immer 3D-No-Sound. Ne? Wir sitzen wirklich mittendrin. Rainer hat eine Frage geschickt. Und Rainer möchte wissen, ob in Zukunft auch wieder gelbe richtig intensiv, oder nicht wieder, sondern ob mal intensiv gelbe Karashi-Koi gezüchtet werden sollen. Wir wissen ja, Makoto hat die Deutsche abgeschafft durch eine Veränderung der Zucht. Das hat im Wachstum nochmal locker 15-20% gebracht, haben wir auch gesehen, Abfischen Maeda. Und die Koi sind dadurch aber auch noch mal etwas farbloser geworden. Also der derzeitige Jumbo Tosai oder jetzt Nisai Karashi Koi ist eher sandfarben. Mako, ano, ima no Karashi Koi wa hontou ni Karashi iro wa nai. Sore wa mou suna mitai na iro, ne? Ah, so da ne. Hai. Ano, shurai ni anata wa ano hontou ni kiroi Karashi Koi wo tsukuritai desu ka? Tsukuru yotei desu ka? サイズは関係あるけど、あまり考えたことがなかったです。あ、そう。はい。Also, ich habe ihn gefragt, ob in Zukunft jetzt geplant ist, dass wirklich richtig gelbe, intensiv gelbe Karashi-Koi gezüchtet werden. Die jetzigen sind ja eher sandfarben. Es hat ja mit wirklich Karashi-Koi Senffarben. Also wenn Sie mal eine Tube Senf auf dem Karashi-Koi ausdrücken, dann werden Sie merken, da gibt es einen farblichen Unterschied. Machen Sie das bitte nicht, weil der Koi ist nass, da hält der Senf nicht. Und die sind ja eher sandfarben. Da habe ich gefragt, steht in Zukunft das Züchten von wirklich gelben Karashi-Koi auf dem Plan? Dann sagt er, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ano doitsu no ogyakusan wa hontou ni sukkoi kiroi no Karashi-Koi wa ichiban daisuki. Demo kiroi Karashi-Koi wa ano suna iro no Karashi-Koi yori seichou wa amari yokunai ne? そう、そのからしだけじゃなくて、例えばその落ち葉の小鳥でも時々本当に黄色い紅葉が出ます。はい、でも全然大きくならない。本当に？うん、綺麗だけど弱い。あの黄色い落ち葉は、うん、あの成長するはダメ。ダメ、本当にダメ。本当にダメ。本当にダメ。あなたの顔は本当に真面目今。うん、本当にダメ。はい。でもからし具合と同じね。本当に同じ。私は前の20年間に、うん、あの本当に黄色いの大きいからし粉約センチは、うん、本当に1匹2匹だけ見ました。本当に本当にレアです。本当に珍しい。うんうん、本当に珍しい。そう、also、jetzt müssen wir、ich werde jetzt einflechten, was er gesagt hat, und das ist wirklich interessant,、weil es gleich auch noch eine andere Varietät, die sehr beliebt ist, trifft.、Das Gelb des Karashi-Kois kommt ja von der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma. Das war ein Doitsu Akame Kigoi. Die hat die Schönheit und das Deutz mit reingebracht oder die Farbe. Und der Vater war ein Chagoi. Und der Chagoi war am Schluss irgendwo um einen Meter. Und das, der kam aus der wachstumsstärksten Familie. Und von daher weiß man heute, je intensiver das Gelb der Karashi-Kois, desto dominanter ist die Genetik des Deutz Akame Kigoi. Und desto schlechter ist aber auch das Wachstum. Und wir haben ja schon oft den Tipp gegeben, dass man ein bisschen drauf schauen sollte, ob hinten in der Schwanzflosse eines Karashi-Koi rot drin ist. Und wenn das drin ist, dann ist es ein deutlicher Hinweis auf die Verwandtschaft zum Urgroßvater der Karashi-Linie. Und dann ist das Wachstum auch entsprechend groß. Gut. Und er sagt, ich habe gesagt, ich habe in den letzten 20 Jahren hier wirklich nur 2-3 wirklich gelbe Karashi-Koi gesehen, die auf 100 cm gewachsen sind. Alle anderen waren wirklich so wie die heute, das typisch sandfarben. Und das Wachstum steht natürlich beim Karashi-Koi im Vordergrund. Und dann sagt Makoto, was wirklich interessant ist und hat sehr ernst dabei geguckt, er sagt, selbst bei den Ochiba, wenn bei der Ochiba-Zucht richtig gelbe Ochiba rauskommen, und ich weiß, wir haben viele Anfragen, wir wollen einen gelben Ochiba haben, wir wollen einen gelben Ochiba haben, dann ist es kein Anzeichen dafür, dass
dass Karashi-Blut in den Ochibas stark ist, sondern dass es auch wieder auf das ursprüngliche Kikoi-Blut zurückgeht. Und dann sagt er, und die wachsen wirklich, wirklich schlecht. Sono seiji suru koto wa ichiban ii Ochiba wa nano iro? Nano iro no type? Chotto midori no youna, sono midori to chairo no... So Manaka. Also ich habe ihn gefragt, welche Ochiba wachsen am stärksten. Dann sagt er, wenn die so grünlich oder Chairo, also so grünlich-bräunlich da dazwischen, wachsen sie maximal. Karashi no naka de, doitsu wa, ano, doitsu to, wa goi to, dochira no hoga seichu wa hayai desu ka? Seichu onaji da yo. Onaji? Kanke nai. Ja. Und auch eine häufige Frage, die uns immer wieder gestellt wird, die Deutz oder Wagoi, welche wachsen schneller? Eigentlich müssen wir sie heute nicht mehr beantworten, weil wir haben gerade nicht wirklich viele Deutz Karashigoi. Und dann sagt Makoto, das spielt keine Rolle. Shorai, nimo, ano, Deutzu Karashigoi mo tsukuritai? Imakara, hondo ni, stop! Ano... Yotei wa? Yotei wa, moshi sono, okyakusan kara, ano... Request. Request hat er geschrieben. Also, und das, was er gerade gesagt hat, übersetzt sich nicht. Da gehen Sie bitte zum Google Translator, weil jetzt weiß ich schon, jetzt schlagen bei uns die E-Mails auf. Er hat gesagt, wenn, sagt er richtet sich dann nach seinen Kunden. Wenn jetzt ganz viele Kundenanfragen nach Deutz Karashigoi kommen, dann wird er sie produzieren, ansonsten nicht. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir sehen, wie leicht sich die Wagoi verkaufen und wie schwer sich die Deutze verkaufen im Vergleich. Also das kann man sagen, Tim, was sagen wir da? Ein Deutz auf fünf Wagoi, oder? So um den Dreh, also das sind gerade mal, jetzt bin ich schlecht im Rechnen, 20%, oder? Ist das richtig jetzt? Ja, das sind 20%. Und man muss ja überlegen, wenn die Zucht stattgefunden hat, dann hat man ja 50% Wagoi und 50% Deutze und dann wissen Sie, wie schwer die Deutze zu verkaufen sind. Hi, domo arigato gozaimashita. Hi.